Hallo und herzlich willkommen hier vom Trockendock. Wir haben keinen Sprit mehr. Ja, das heißt für mich, wir bauen eine vollautomatische Biogas-Herstellungs-Pipeline hier. Würde ich auch direkt dann hier auf die andere Seite stellen, da steht die wenigstens nicht im Weg. Und dann gucken wir mal, dass die so halbwegs ausgerichtet ist. Aber ich würde ja gerne die gesamte Basis dann irgendwie mit so Platten ausbauen, aber das sind jetzt so Spielereien. Ich glaube, da wollen wir jetzt noch nicht so unbedingt hin. So, pass auf. So. In dem Constructor hier stellen wir Biofuel her. Um Biofuel herzustellen, brauchen wir Biomasse. Das heißt, wir bauen einen weiteren Constructor. Der die Bio-Blättermassengeräte erstmal umwandelt. Und zwar aus Holz. Oh. Oder Blättern. Okay, da müssten wir vielleicht zwei bauen. Gut, das geht dann hier rein und wird dann ja, wir müssen erstmal Strom. Den wir gleich nicht mehr haben. Drei. So, und dann werden die, jetzt müssten wir erstmal, pass auf, wir machen mal hier, wir testen das mal. Wir suchen jetzt erstmal ein paar Blätter herbei. Vielleicht sind die ja auch, vielleicht sind die ja auch irgendwie effektiver, wenn wir das so machen. Und dann bauen wir das Ganze für Holz auch nochmal. Aber so energieversorgungstechnisch, wie gesagt, Solarpanel, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das wäre doch mal was, oder? Das wäre doch eine feine Sache. So. Oder so einen Trecker bauen, ne? Und dann hier mit so einem Mähwerk hier rumfahren. Das wäre eine Alternative, der ich mich noch anschließen würde. Oder ein Feld anlegen. Oder Bäume umsägen. Ja, Bäume umsägen geht ja, ne? Wir haben eine Mopedsäge. Naja, eine Mopedsäge. Und wir haben Kohle. So, jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Aus dem Holz können wir ja auch machen. Das Holz könnten wir auch direkt... Oder? Und hinterher ärgere ich mich wieder. Ich kenne mich. Naja, so, pass auf. Blätter rein. So. Und dann könnten wir hier noch so lange... Holz reinpacken. Ah, sie wird unheimlich schnell verbraucht. So, hier werden die Biomasse-Pellets hergestellt. 150 pro Minute werden verbraucht. Aber ist das jetzt effizienter oder nicht? Zehn Leaves ergeben 6 Biomasse. Und hier ergeben auch 10 Leaves 6 Biomasse. Das bringt also keinen Unterschied. So, und dann werden hier die Biofuel-Kanister hergestellt. Boah, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, ich würde es gerne automatisch befüllen jetzt noch. Ich habe so die ungute Befürchtung, das geht nicht. Okay. Wir bauen auch noch mehr Reaktor.
Wir könnten einen Reaktor ja bauen. Fällt mir gerade ein. Haben wir das erforscht? Ja. Kann der mit Förderband befüllt werden? Wäre jetzt die Frage. Jetzt wollen wir noch 10 Platten. Aha. Rohre. Das wäre natürlich praktisch. Nee. Ich sehe hier keine Einfüllstation sozusagen. Oh, das ist aber wirklich, also ne, dass man jedes Mal die Sachen sozusagen befüllen muss, das ist schon. Oder brennt der mehr? 40 Megawatt? Nee. Brennt auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, das kommt mir alles so ein bisschen viel, viel zu wenig vor, wenn ich ehrlich bin. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo vielleicht so Felder finden oder so, weißt du, wo du ganz viel davon sammeln kannst? Keine Ahnung. Ich sag mal, die Fabrik, die läuft ja nicht mehr leer, ne? Die bleibt jetzt so. Es bleibt alles so, wie das ist. Wir hatten aber auch da unten schon so Stellen, wo so altes Holz rumlag, ne? Aber das respawnt ja nicht. Was ist das eigentlich für ein Turm? Das sieht so aus, als hätte das irgendjemand geformt, ne? Als wäre das nicht natürlich entstanden. Wie so viele Dinge auf diesem Planeten mir so ein bisschen Angst machen. Aber das ist unsere neue Heimat. Unser neuer Eimer. Das ist unsere neue Heimat. Die Firma, für die wir arbeiten, die will das so. Und dann müssen wir da wohl durch. So. Einmal bitte nachliefern. Aber sehr viel langsamer geht der auch nicht weg, ne? Jetzt haben wir nur zu viel Energie. Steht aber irgendwas still bestimmt, oder? Vielleicht. Der bist ja wirklich nur am Hässeln hier, dass das Ding am Laufen, das Ding am Kacken bleibt. Na gut, so. Gucken wir mal, vielleicht finden wir ja bei der nächsten Forschung was. Und zwar, Exploration Basics, Object Scanner, scans the immediate area for a set item. Beeps. Ja, gut. Color Gun, wo brauchst du die denn? Used to mark areas of interest displayed on a compass with the color or name you set for it. Genau, machen wir erstmal den hier. Weil dann können wir hier die Basis so ein bisschen schöner bauen. Aber was ist denn hier wieder passiert?
Also das gefällt mir nicht. Der hier mal nachkippen muss. Ich weiß ja nicht, Ich bin ja jetzt im Moment nur noch am Rennen dahinterher. Also, oder haben wir einen exorbitant höheren Verbrauch, weil wir nicht optimal... Ist der besser? Nee, das hätte der nicht haben, ne? Oder wir haben halt einen höheren Verbrauch, weil wir nicht genug Reaktoren eigentlich in Betrieb haben. Aber ich sehe da keinen Grund für. Guck mal, der ist ja auch... Die sind identisch. 60... Nee. 60... 20... 20, 20... 15 Sekunden. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht. Gut, unsere Forschung. Da waren wir stehen geblieben. Conveyor Vaults. Dafür brauchen wir mal wieder Rohre. Dafür brauchen wir wieder Platten. Und dann holen wir mal da oben ein paar Käbelchen. Wieder mal gespannt, weil da oben das Lager komplett voll ist. Huch. Hallo. Aber wahrscheinlich sollen wir wirklich losgehen und mal gucken, ob wir irgendwo hier so ein... so ein Wald finden oder sowas. Also sonst werden wir, glaube ich, auf Dauer nicht ganz glücklich. Mein kleiner Freund. Willst du mir ein paar biologische Samples mitbringen? Das ist aber nett von dir. Schön, dass du sie auch direkt vorbeibringst. Mensch. Alle so kooperativ werden. Da ist wieder Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich habe immer Angst, dass ich hier den rumgrabe und dann kommt gleich so ein riesen Viech da rausgesprungen, was da irgendwie da drunter lebt oder so. Und das ist alles nur für die Energieversorgung. Ich weiß ja nicht. Das scheint mir noch ein bisschen unbalanciert zu sein. So, was haben wir denn hier Leckeres? SAM, oder? Denn? Hä? Nehme ich mal so hin. Mal gucken, ob wir das erforschen können. So. Ach, das ist die Folge schon wieder vorbei. Mensch, ging ja schnell. Hier, Blätter. Also. Irgendwie. So, gucken wir mal, ob wir das erforschen können. Ja, moin. Nee. Dann haben wir erstmal weitere Alien-Corpses. Oh. Das heißt, wir müssten eventuell auch mal auf Aliensuche gehen. Was ist hier denn los? Alles kaputt? Oh, oh. Na gut. So, das soll es erstmal gewesen sein von der ersten Session-Aufnahme. Ich nehme morgen weiter für euch auf. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und, ja, gucken wir mal kurz nach dem Fortschritt. Wir hatten ja ein paar Sachen eingesammelt. Conveyor Vaults. Hier einmal die hier rein. Die und die.
Fehlen eigentlich nur noch Eisenplatten. Also Eisenplatten sehe ich einen gewissen Optimierungsbedarf. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge hier von Satisfactory. Würde ich mich sehr freuen, wenn du auch wieder dabei bist. Und ja. Hier haben wir ja gar nichts gemacht, ne? Also das ist ein bisschen schön bauen und so. Das kommt ja alles noch. Ah, da brauchen wir so viel Zement dafür. Könnten wir noch ein Zementwerk irgendwo bauen. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.